kleines Werk. Jetzt geht's los. Hey, das ist du, ey. Latona. Alright, alright, alright. Draußen ist Regen, ich sitz in der Ring, man kann wissen bleiben, wo ich gerade so. Yo, yo, wir fahren jetzt gerade zum Social-Laden, wir müssen ein paar Anzüge kaufen. Die beißen auf Scootern. Es ist nicht sehr ungewöhnlich. Heute Abend gibt es dann das Fotoshooting für Krach. Tschüss. Ich suche nach True Love, mein Herz ist gebrochen, das zu oft. Ja, so oft gestohlen, was willst du noch? Was willst du noch von mir? Ey, aber wir sagen keinem, wo das hier ist, weil es ein Geheimtipp, sorry, können wir euch leider nicht mitteilen. Ich hab's, glaube ich, schon von draußen gefilmt, da steht ja, die Adresse. Das schneiden wir einfach nicht rein. Die Adresse ist auf jeden Fall hier top secret, das ist der letzte super günstige Laden in Berlin. Aber wenn ihr jetzt einen Lima Club Hoodie bestellt in unserem Online-Shop, dann verraten wir euch die Adresse für den krassesten Secondhand. Die ist in der Bestellbestätigung mit drin. In der Bestellbestätigung. Hast du mir gesagt, dass du mich zwar magst, doch du emotional reserved bist. Doch ich hab mich nicht beschwert, hab's mit mir selbst ja schon geklärt. Doch nur was machst du? Ich such die Kabel für die Nebelmaschine. Kann das weg, Bro? Ich hab schon gefragt, er meinte, er will es nicht abmachen, weil er weiß nicht, ob es nochmal rangeht. Achso, das geht nicht ab? Ja, das Ding ist, das ist mein Weg nach Hause. Jetzt wird es irgendwie wieder verwackelt. Okay, eins, zwei. Nee, das Licht ist nicht. Ey, sollen wir noch so ein zweites Duo aufmachen, die Sockenbrüder? Ich würde schon übelst feiern. So auf Spotify, oder? Dann sollen wir noch so ein zweites Aufzug? Komm, dann Fußbilder. Ja. Die Sockenbrüder, Digga. Tim, kannst du ein Aufzugsselfie machen? Weil mein Handy ist echt fett für Nachricht. Ey. Dann nochmal alles reposten. Tschüss, wir hätten dann aber reposten müssen. Vor der Party, nach der Party. Vor der Party, nach der Party. Das ist der Party-Vlog. Jetzt geht's los. Hey, Lima Club Special Edition. Komm mit auf die Party. Komm mit, Leute. Ich nehme euch mit. Komm mit Club. Gib mir alles und noch mehr. Ich fühl mich nicht mal ganz so leer. Ihre Augen wie ein Stirb. Rave in meinem Herz. Gib mir alles und noch mehr. Ich fühl mich nicht mehr ganz so leer. Mensch, will ich jetzt abschnippen? Ich hätte schon auch gesagt, natürlich. Jetzt, wo die Kamera läuft, klar, logisch. Ach so, sie fragt für einen Freund, ja. Ich fühl mich so sicher, wenn du bei mir bist, guck ich in dein Gesicht, ist alles nichtig. Weiß nicht mehr, wo mir mein Kopf steht. Friends werden Brüder, wir träumen vom Blitzlicht. Baby, dein Blick macht mich high. Die Welt, sie fließt in mich hinein. Ich müsste es nicht, doch wenn du da bist, kann ich nicht anders als aufgeregt sein. Ich fühl mich mit dir so normal, spür die Angst, doch ist egal, denn du lässt mir keine Wahl. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir laden die erste Single hoch. Also ich dachte, weil ich Ivan Mario ist. Digga, das ist frech. Zum Freudstück. Das ist frech. Jeden Tag Ivan Mario. Das ist gesund. Disgusting! Eigentlich nicht, aber. Das ist sicher nicht gesund. Also heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir heute die allererste Lima Club Single hochladen, yes, und auch das Cover fertig machen. Das war ja vorher im Vlog schon zu sehen. Wir haben ja das Cover geshootet gleich hier unten, wenn wir im Fenster runter gucken, wow, auf dem Parkplatz. Das blenden wir euch safe dann auch irgendwann oder habt ihr vielleicht schon eingeblendet gesehen. Aber jetzt laden wir die allererste Single hoch. Trotzdem fühle ich mich manchmal so laut. Ah, ja. Was ist das? Ja. Versteht's mal an, was machen wir jetzt noch? Also, wir haben jetzt das Cover relativ final, glaube ich, langsam. Oder? Ja, also, wir gucken es gleich nochmal zusammen an. Kurze Pause. Dann machen wir ein Bankkonto, ein DistroKid-Account. Ja. Dann laden wir alles hoch. Yes. Wir sind schon fast fertig. Wir laden jetzt die erste Single hoch. Yes. Es sieht so aus, als würde alles funktionieren. Wir sind ein bisschen konzentriert, weil hier natürlich alles stimmen muss. Auf Original, Bro. Original? Und jetzt. Done. Wir haben es geschafft. Hey. 19. April. 19. April. Krass, Mann. 19. April. Crazy shit, Halleluja. Digga, das ist ein besonderer Moment. Wir müssen eigentlich jetzt eine Bottle poppen. Wir müssen jetzt einen Body holen, oder? Ja, Mann. Warte, hier. Hast du ein Body hier? Da wären noch zwei Flaschen. Hey. Several days later. Okay, Leute, kleine Verkostung. Wir probieren die neuen Gönnergy-Sorten. Eine richtige Reaction. Nee, Reaction machen was anderes. Wie sagt man, ein Produkttester. Wir dürfen aber nichts Schlechtes sagen, weil Montana Black macht die Leute nicht, die was Schlechtes über sein Gönnergy sagen. Ich schicke ihm jetzt ein Schwanzbild. Also das ist die neue Sorte. Irgendwas Zitroniges auf jeden Fall. Mhm. Finde ich nicht schlecht, schmeckt wie Sprite. Okay. Aber schmeckt dieses Aspartam. Ich bin ja allgemein kein Fan von Zero-Getränken, also ich trinke auch kein Coca-Cola Zero und so. Okay. Wenn man Coca-Cola Zero, also wenn man diese Zero-Produkte mag, machen wir das safe auch. Zero! Zero! Und hier haben wir noch das zweite von 3.9. Juneberry Jam Geschmack. Ein bisschen hier Getränke-Porn. Ey, okay, mal gucken. Klingt auf jeden Fall gut. Mhm.
Finde ich nice. Ich kann das immer nicht beschreiben, was dann nice ist. Also ich könnte kein Produkttester sein. Ich kann nicht sagen. Produkttester. Ich kann nicht sagen, warum, aber es schmeckt gut. Wir haben noch Zeit, Ja, das ist gut. Was ist der Plan? Ich bin der Strafverteidiger von Lima Club Mitgliedern. Meine Jacke wurde gestohlen. Wir gehen jetzt zur Warschaustraße. Die haben mich gerade angerufen. Ich hatte gerade noch einen Slot frei, Gott sei Dank. Und ich werde die Jungs jetzt verteidigen hier. Ich denke, vor Gericht werden wir gute Chancen haben. Wir sind gut in der Zeit. Let's go. Neuigkeiten. Wir konnten den Sachverhalt tatsächlich aufklären. Wir haben die Lage gut eingeschätzt. Starke Argumente gebracht auch. Ja, starke Argumente. Und die Verdächtigen wurden gefasst. Sitzenhaft. Lebenslänglich, Todesstrafe. Ja. Ihr habt alles geklärt. Dankeschön. Ja, also falls ihr einen Anwalt braucht, wir können unseren Anwalt Herrn Modestus auf allen Ebenen empfehlen. Preislich ist er nicht günstig, das muss man schon ehrlich sagen. Aber die Designeranzüge kommen natürlich auch nicht von irgendwo. Wir verlinken euch die Website von Herrn Modestus natürlich in der... Genau, also 5 Tau die Stunde, aber... Vorauszahlung, aber wir gewinnen den Fall. Und die Jacke ist wieder weg. Yo, sehr verehrte Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, wir sind wieder mal im letzten Part des Vlogs angekommen und wir haben jetzt noch Generalprobe. Morgen ist dann finally das Event, das heißt, heute ist Freitag. Ja, heute ist Freitag. Und wir machen jetzt mal alle Tracks durch. Am Abend sind wir dann noch, wo? Bei Pierre, der morgen den DJ macht oder beziehungsweise die Technik. Da gehen wir dann auch nochmal alles durch, aber jetzt ist mal nur der Lima Club Part dran. Ganz viel Spaß, let's go. Ja, ja. Erinnern, noch kann sie nicht sehen. Das hat gemessen, ich kann sie nicht verstehen. Die alte Verliebtheit vom Winde verweht. Die Feelings sind da, aber maybe zu spät. Draußen ist Hate, ich sitze in der Ringbahn. Kein besten Namen, wo ich gerade so hin war. Eine Stadt, eine guckt einmal zu mir. Ich denke, wenn eine Weile sie könnte es spüren. Doch realisieren, eigene Gier. Guck mal, ein Gefährt. Ja, du weißt, das Leben ist nicht immer fair. Jeder Fehler zeigt mir mehr, wer ich bin. Doch weiß ich, vielleicht zieh ich echt den Hut auf. Sag mir den nach! Ja, jo, was geht? Wir fahren jetzt zu Pierre und üben noch ein letztes Mal. Wir stellen noch alles von der Technik richtig geil. Live geht. Hey! Viel zu viele Heartbreaks, let it go! Geht's schon los? Lima Club ist jetzt sind alles aufgebaut und wir sind ready. Der Raum ist nicht so groß. Und es sind halt jetzt nur die Artists. Das wird schon ein mieser Rave einfach. Das wird abgehen. Ja. Wir sind bereit. Viel zu viele Heartbreaks, let it go. Ich will einen Bär, yo, sag, never let you go. Jeder Moment so magical, oh, oh. Bist du bereit? Hey, ja, total. Bist du bereit? Ja, Mann, richtig ready. Hey, was geht ab? Schön, dass ihr alle da seid heute Abend. Woo! Wir sind eine Mischung aus verschiedenen Artists. Wir sind einmal das Lima Club Kollektiv, Kyoto, Greifo, ich, Max Modestus, dann aus dem Sketchy Timo und Slato 1.5 und Beta. Viel Spaß! Ohne dich fühl ich mich gut, Bruder, pass mir mal Lippo. Ich fühl mich jetzt so gut heute Nacht. Eine Kippe in der Hand, jeder zweite auf dem Platz. Ja, wir bleiben lange wach, bis zum Sonnenauf. Dankeschön an Lima Club und Yummy Records. Meine Daumen wurden in den Pfiffen 3 Uhr morgens. Change my mind, oh yeah. Kaltes Herz, ich hab die Lunge eingefärbt.
Hier draußen ist Regen, ich sitze in der Wien. Mein Kleid ist im Plan, wo ich gerade so hinfahre. Tausend Gedanken, mein Kopf ist so schwer. Ich kann nicht mehr schlafen, will nur noch ans Meer. Ich bin zerschritten in meinen Händen, doch das Mord, ich tu mir gut. Ich seh so rot auf dem Kuchen. Zeig mir die Nacht, was für Qualm, was hält dich wach? Fürs Zusehen, das ist Ende des Vlogs. Das war der Lima Club in France, Live-Auftritt. Da drüben ist zum Beispiel das Sketch. Was geht? Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen. Ein erstes Mal, kein zweites Mal, Bruder. Mach's gut. Ciao, ciao. Kommst du mit, wenn ich schlau lebe, in der Raven. Und ist drin, Socken. Das ist Berlin, ey.